Herr Minister, bevor wir die Personalie, die neue, besprechen und warum Sie die alte, nämlich Jessie Marsch, weggeschickt haben, ist das auch so ein bisschen hausgemacht? Was meinen Sie hausgemacht? Ja, dass ihr quasi die letzte Saison so abgeschlossen habt, viele Personalien verloren, dass es eigentlich in diese Richtung nur gehen konnte in der neuen Saison? Nein, wir sind ja nicht mit der Intention reingegangen, dass wir nach dem 14. Spieltag unseren Cheftrainer freistellen oder wir auch gemeinsam mit Jessie Marsch ja auch zu der Entscheidung gekommen sind, dass wir ihn freistellen, sondern wir sind mit einer großen Überzeugung in diese Saison gegangen, auch mit einem sehr, sehr guten Gefühl, mit einem tollen Kader. Alle Medien, auch Sie selber in der Runde, haben ja gesagt, das ist einer der besten Kader, den RB Leipzig je hatte, mit einem richtig guten Transferfenster, was wir getätigt haben. Und da sind wir natürlich mit einer großen Überzeugung in diese Saison gestartet, dass es jetzt zu der Erkenntnis gekommen ist, und zwar beidseitig, dass es einfach nicht der Perfect Fit ist zwischen Trainer und Mannschaft. Das ist natürlich bitter, aber das gehört dann auch zum Profisport dazu, dass wir das dann jetzt irgendwann natürlich auch erkennen und auch die Konsequenzen dann gezogen haben. Ja, natürlich ist das keine schöne Situation, ne? Aber Covid betrifft uns ja alle in allen Bereichen. Und wenn jemand infiziert ist, dann kann er logischerweise nicht am Spielfeldrand stehen. Das hat es natürlich nicht einfacher und nicht besser gemacht, letztendlich auch natürlich dann auf die Mannschaft einzuwirken, insbesondere bei den wichtigen Spielen, die wir jetzt ja dann gespielt haben. Wie ich eben schon gesagt habe, sind wir halt einfach zu der Erkenntnis gekommen, und nicht nur wir, sondern auch Jessie, und er kam auch schon nach dem 7., nach dem 10. Spieltag auf uns zu und hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich der richtige Trainer auch für diese Mannschaft bin, ob meine Spielphilosophie dann halt auch wirklich zu diesem wirklich fantastischen Kader passt. Und die Erkenntnis ist dann mehr und mehr gereift. Wir haben trotz toller Fußballfeste, die wir in der Red Bull Arena auch so lange schon nicht gesehen haben, wenn ich an die Spiele gegen Hertha oder VfB Stuttgart denke, ja, aber auch das Spiel zuletzt in der Champions League, haben wir aber trotzdem keine Konstanz gehabt. Und am Ende ist es dann wirklich so, dass wir sagen, ja, es ist nicht der richtige Fit. Es ist eine überragende Mannschaft, es ist ein sehr guter Trainer. Aber sie passen nicht zusammen. Aber was hat denn nicht gepasst? Ich meine, ihr habt doch im Vorfeld auch darüber geredet. Und da habt ihr doch Marsch besonders geholt deswegen, weil er doch eine Art hat, die ihr auch haben wolltet. Wieso passt das jetzt plötzlich nicht mehr? Also das ist richtig. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben ihn mit voller Überzeugung geholt, weil er natürlich auch in seinen vorherigen Stationen bewiesen hat, welchen attraktiven Fußball er spielen kann. Und weil wir auch davon ausgegangen sind, dass der Kader, und wir haben ja auch die ein oder andere Personalentscheidung dann, was die neuen Spieler angeht, logischerweise mit ihm getroffen, dass das sehr gut zusammenpasst. Aber das eine ist manchmal die Theorie und das andere dann die Praxis. Und wenn wir das so gewusst hätten, dann hätten wir natürlich Jessie nicht verpflichtet und Jessie wäre nicht zu uns gekommen. Fakt ist, dass natürlich nach Julian Nagelsmann die Mannschaft sicherlich eine etwas andere Entwicklung genommen hat, als sie es noch zu Ralf Rangnick und Ralf Hasenhüttels Zeiten hatte. Wir haben ja einige Spieler, die auch schon unter diesen beiden Trainern trainiert haben, dass man ein Stück weit weg ist von dem klassischen RB-Fußball, mehr hin natürlich auch zu Lösungen im Ballbesitz. Und wir wollten mit Jessie natürlich auch wieder die Kernphilosophie ein Stück weit rausstellen. Das hat nicht geklappt, weil die Mannschaft dann letztendlich, und die muss man natürlich auch in die Pflicht nehmen nach den Spielen, die wir zuletzt gesehen haben, aber nicht bereit war, 100% natürlich auch dieser Überzeugung und diesen Matchplänen auch zu folgen.